Ich sehe Gold, aber es ist nicht das gute Zeug. Wir stöpseln dich in ein paar Minuten ab, um die Karte zu aktualisieren. Dann bist du eine Minute offline. Für den Unhold ist sein Ziel, den Claim 56 zu bezahlen, zum Greifen nah. Doch wird er es bis zum Wintereinbruch mit nur einem Taucher schaffen? Wenn das Gold hier nicht gut ist, ziehen wir weiter. Wir waschen mal eine Testmatte aus. Wir haben keine Zeit für Staub und kleine Glitzerstückchen. Wir brauchen das richtige Zeug. Und wir müssen uns die Mühe machen, eine Goldader zu finden. Fürs Herumstochern haben wir keine Zeit. Deshalb sehe ich mir eine Testpfanne an. Es ist größer. Es geht nicht um die Größe, sondern um die Menge. In der Rinne ist etwa 10-mal so viel wie in dieser Pfanne. Das Ergebnis von einer Stunde Arbeit. Aber das reicht mir nicht. Wir müssen weiterziehen. Hey, Gary? Ja. Die Testpfanne war nicht gut. Wir dürfen keine Zeit verschwenden. Komm doch jetzt drauf. Es gibt hier Gold. Aber das reicht nicht, um Claim 56 zu bezahlen. Der Umzug an einen neuen Spot dauert 2-3 Stunden, aber ich denke, das lohnt sich. Im Leben muss man was riskieren. Wer kein Risiko eingeht, lebt nicht wirklich. Wir suchen nach einer besseren Stelle. Dunkle Wolken ziehen auf. Da braut sich was zusammen. Das kann man schon von hier aus sehen. Kommt nicht überraschend. Du meinst, du spürst es in den Knochen und siehst es mit deinen Augen? Ja, ich bin ganz sicher, da kommt was. Wir bleiben, solange es geht. Aber dann hauen wir rechtzeitig ab. Okay, toss it. Das passt. Geh so schnell wie möglich runter, Gary. Dreh auf. Hol Gold. Ist für eine Weile die letzte Chance. Wir brauchen Geld. Wie beleuchte ich mal? Wie geht's da unten? Sieht echt gut aus. Das Zeug mag ich. Ich sehe Gold, verdammt viel. Sieht fantastisch aus. Genau das brauchen wir. Und der Boden sieht viel lockerer aus. Ja, siehst du an. Der Umzug hat sich gelohnt. Unglaublich, wie viel Gold ich sehe. Keine Ahnung, ob es so weitergeht. Wir haben es riskiert, sind umgezogen und haben unseren Anker woanders gesetzt. Es hat sich anscheinend gelohnt. Versuchen wir es hier. Der Tag ist fast vorbei. Der König von Norm läuft Gefahr, seine Krone zu verlieren. Ich höre mit den Testpfannen erst auf, wenn ich was gefunden habe, das mir zusagt. Doch seine Majestät gibt den Kampf nicht auf. Das Zeug sieht gut aus.
Mir läuft die Zeit davon. Jetzt brauche ich einen Boden, der richtig was hergibt. Einen neuen Spot einrichten und losbaggern ist viel Arbeit. Ich muss also sicher sein, dass es sich lohnt. Das sieht besser aus. Das Zeug brauche ich. Schwarz und stinkig. Da ist es. Hab's gefunden. In dem Dreck finde ich sicher eine Menge Gelbes. Hier gibt's was. Zeit, Gold in die Rinne zu schaufeln. Hab fast den ganzen Tag Testpfannen ausgewaschen. Macht keinen Sinn, Material raufzubaggern, in dem kein Gold ist. Aber das hier sieht gut aus. Endlich, nach Stunden. Man muss nur Vertrauen in sein Wissen und seine Erfahrung haben. Die Saison ist bald zu Ende, aber jetzt muss die Myrtle Irene ihrem Ruf als goldfressendes Monster gerecht werden. Jetzt hau ich rein. Das will ich. Hab fast den ganzen Tag gesucht. Aber jetzt haben wir losgelegt und machen Geld. Der Boden hier sieht richtig gut aus. Dunkel, schöner Kies. Jede Schaufel bringt Geld. Spitzenmaterial. Wir haben ein großes Gebiet vor uns und häufen das schwarze Gold auf. Nur rein damit. In so einer Schaufel könnten Millionen Dollar stecken.